Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen TRX-Workout von Golden Body Personal Training. Ich habe vor, heute ein 20-minütiges TRX-Workout mit euch zu machen. Ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, es ist völlig unvorbereitet. Also ich weiss jetzt auch noch nicht genau, was wir für Übungen machen. Das Ziel wäre, dass wir ein Drittel Beinübungen machen, ein Drittel Bauch, ein Drittel Arm, sodass wir den ganzen Körper ein bisschen haben, der zum Zug kommt. Wir fangen jetzt gerade an. Es sind 45 Sekunden Workout und 15 Sekunden Pause. Let's go! Gut, wir starten gerade mit der ersten Übung. Wir nehmen jetzt T-Rex. Zwei. Kommen wir bereit und stehen oben durch, Beine zusammen. Schön tief, Beine zusammenschlagen. Gut. Wenn schon mehr mit Hälfte. Sorry, ich habe gerade bemerkt, dass ich mich nicht recht gesehen im Bild. Darum hoffe ich, es ist jetzt besser. Also, wir machen weiter mit dem nächsten Bein. Ich nehme die eine Schlinge, ein bisschen weg. Und jetzt nehmen wir tief. Wir können das Knie ein bisschen nach außen rotieren. Dann kommen wir ein bisschen tiefer runter. Es ist völlig normal, wenn ihr in diesem Bein eine Dehnung spürt. Kommen wir tief, drücken euch mit diesem Bein hoch, tief und wieder. Ausschnaufen beim Hochkommen. Genau. So weightless, for now let all the music vibe. Got the best fans and they all worldwide. See you all. Zwei, eins. Well, wir müssen die Pause. Wir müssen das Bein wechseln. Genau noch das Gleiche. Oh. Zwei, eins. Noch 18, sechs. Ich sehe, eins Bein geht immer besser als das andere. Wir gehen in die nächste. Mit beiden Füßen zu schlaufen. So. Zwei. Wir legen her. Noch 17. Zähne rupfen. Bein strecken. Anziehen. Schauen, dass das Gesäß möglichst oben bleibt und nicht da unten ist. Gut. Gut schnaufen. Zwei, eins. Erholungsphase. Für die nächste nehmen wir das Messer. Gehen wir mit den Armen im Plank da drauf. Zwei, eins, noch 16, sechs. Gut, wir nehmen Bein, breit und zusammen. Möglichst breit, so weit, dass ihr könnt. Wir müssen ein bisschen Vorlage haben mit dem Oberkörper. Merkt ihr auch im Bauch?
corner of the mattress that you stole from your roommate vacuum border. We ain't ever getting older. 2, 1, Erholungsphase. Wir kommen mit einem Fuß in beide Schlaufen. Gehen wieder im Plank. 2, Beinstrecken. Noch 15, 6. Ziehen dran. Kommen gestreckt rauf. Anziehen. Strecken. Wenn ihr zu wenig Platz habt, könnt ihr das alles auch in der Liegestützposition machen. He? Kommt ihr mit dem Knie ein wenig besser unten durch, aber es geht halt ein wenig mehr auf die Handgelenke. Je weiter weg dass ihr von der Wand sind, desto strenger ist es. Für mich eine schwerere Kraft zu tun. 2, 1, 14, 6. Gut, das gleiche mit dem anderen Bein. Wir arbeiten mit dem unteren Teil hier.
2, 1. Gut, kannst du die andere Seite? Genau das gleiche nochmal. 2, 1, noch 10, 6. Workout. Zwei, eins, gut. Erholungsphase. Mit dem Bein drehen und kehren uns so um. Kommen von da aus in die Liegestützposition und ziehen die Knie abwechslungsweise. Zwei, eins, in der Brust. Noch neun, sechs, Workout. Gut, zuerst das rechte, dann das linke. She got a heart of diamonds and her eyes like pearls. Gotta take her with me when I tour the world. So give me a little bit more time. Hit it with a verse so dope. Kicked off. Lines every time I rhyme just to make you feel happiness inside. We just believe and dream. Gotta wait. Die brennt. Für die nächste. Gehen wir mit Plank. Gehen wir mit gestreckten Beinen und den Hüften nur. Und bleiben dort aber für 3 Sekunden. Zwei. 1, 8, 6, ganz langsame Bewegung. Gut. Strecken. Gestreckt tun. 3 Sekunden bleiben. Ganz langsam ab. One day soon it'll be over. Every country, every city, every state, gotta get it right now. No time to hesitate. We just live in a dream, just a couple of fiends. Steven Spielberg, the way I'm hitting the scene. Headed for the top, yeah, whatever that means. Do it cause you love it, that's what happiness means. Cause when people mess up, they're like, man, I hate this. But mistakes really builds up greatness. Tito sending me beats like bake this. Dreaming high up, feeling so weightless. For now, let all the music vibe. Got the best fans and they all worldwide. See you all soon. Erholungsphase. Ui, geht es warm. Für die nächste gehen wir wieder in die Liegestützposition. Nehmen jetzt die Knie gleich wie vorher, aber gegen sechs. Also, Bein nur, eins Knie links, dann rechts. Links und rechts. Achtung, es geht alles extrem. In die Schultern. Gut. Rechts Knie, linken Ellbogen. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. 2, 1, Erholungsphase. Gott im Himmel. Wir gehen zu der. Wir fangen an. Stehend. 2, 1, noch 6, 6. Gut. Halt. Wir ziehen uns an. Wenn ich ein bisschen schaue, je nach Boden, rutscht ihr ein bisschen mehr. So wie ich jetzt. Je weiter vorne, dass ihr mit den Füßen sind, desto strenger ist es. Und desto mehr Körpergewicht haben wir im Seil. Ha? Wenn ihr nicht mehr mögt, können wir einfach ein bisschen weiter hindern und ziehen von da aus. Ellenbogen näher vom Körper. We ain't never getting.
2, 1. Gut. Erholungsphase. Für die nächste bleiben wir gerade noch so. Wir kommen aber mit den Henkel nach außen. Heisst, Ellbogen nach außen drücken. Bitte schauen, dass ihr da mit dem macht. So möglichst schön. 1. Auf Schulter. 5, 6. Also, wir halten wieder 3. Kommen das mal breit. He? Ellbogen weit weg vom Körper. Und die Schulterblöcke hinten zusammennehmen. Gut. Seil ist nie nicht angespannt. Raus. Gut. 2, 1, Erholungsphase. Gut, wir kehren uns, gehen zum Trizeps, nehmen die Ellbogen neben die Ohren und tun ganz vereinfacht gesagt, die Arme einfach strecken und beugen. 1, 4, 6, Anhalt. Tun euch von hier aus hochschieben. Seht ihr das? Ich hoffe schon. He? Also, tief hochschieben. Tief hochschieben. Ich sehe, der Körper bleibt in einer Gerade. Also das Füßchen ist nicht vorher da oben. Zwei, eins, Erholungsphase. Gut, wir nehmen einen Henkel. Jetzt, es ist Bauch und Arm. Wir kommen gestreckt hier über den Kopf. Zwei, eins, und ich komme mit noch drei. Mit dem Oberkörper. Mit den Hüften da raus und drücken hier zurück. He? Möglichst gestreckt die Arme hier oben und zurück. Merkt es da in der Seite und auch in der Arme. Ganz üblich. Und Achtung, ihr müsst wirklich mit Kraft machen, wenn ihr da einfach ein bisschen hin und her wandelt. Eins. Merkt ihr gar nichts. Oh, es geht auch in die Schulter. Wir gehen andere Seite. Das ist die zweitletzte Übung. Zwei. Eins. Gut. Zwei. Sechs. Drei. Nochmal. Steven Spielberg, the way I'm hitting the scene. Headed for the top, yeah, whatever that means. Do it cause you love it, that's what happiness means. Cause when people mess up, they're like, man, I hate this. But mistakes really builds up greatness. Tito sending me beats like bake this. Dreaming high up, feeling so weightless. For now, let all the music vibe. Got the best fans and they all worldwide. See you all soon and we'll have a good time. Give you all the happy feels and slide. Zwei, eins, Erholungsphase. Gut. Machen noch die letzte. Für Brust, Arm, Schultern. Wir kehren uns wieder um. Wir liegen drei. Zwei, jetzt eins, stossen wir uns von da aus drauf und kommen tief. Wieder die Ellbogen nach außen. Aber anstossen. Letzte Übung. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. No, no. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car.
2, 1. Erholungsphase. Schafft! Gestartet. Sind nicht einmal 20 Minuten gewesen. Das Einzige, was ich vielleicht noch ein bisschen dazu kann sagen, ist, es macht wirklich viel aus, gerade beim T-Rex, was sie für einen Boden haben. Also das heisst, der, den ich da habe, ist sicher nicht optimal. Oder man müsste halt einfach barfuß machen, dass man ein bisschen mehr Grip hat. Und sonst halt draußen in der Natur, oder wo wir einen Steinboden haben, oder vielleicht sogar einen groben Holzboden. Oh, was diskutiere ich da über Bodenbeläge? Oh Mann, also. Gesehen, warm hat es gegeben, 20 Minuten. Wenn es euch zu wenig streng war, macht ihr nochmal 20. Könnt das ganze Video zweimal durchmachen. Ich danke euch viel mal fürs Mitmachen oder fürs Zuschauen. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!